Mafia 3 ist draußen und wir haben es nun 12 Stunden für euch getestet. Mafia 3 spielt wie nun alle wissen in New Bordeaux, was eine Anlehnung an die Stadt New Orleans in dem Bundesstaat Louisiana ist. Nun gut, das ist aber alles wohl zweitrangig. Was ihr wahrscheinlich wissen wollt, soll ich mir das Spiel holen oder soll ich lieber noch warten? Und um diese Frage vorweg zu beantworten, wartet lieber noch. Warum, erfahrt ihr jetzt. Mafia 3 seine Stärken sind wie in den Vorgängern auch die Story. Sie wird mit Rückblenden erzählt und wechselt stetig von Vergangenheit zur Gegenwart. Die Charaktere kommen uns bisher sehr authentisch vor und wirken wirklich sinnvoll eingesetzt. Story an für sich haben wir eigentlich auch überhaupt nichts auszusetzen. Die Knackpunkte sind aber folgende. Die Gegner-KI kann man wirklich den Hasen geben. Wir stehen direkt vor oder neben einen Gegner und er macht einfach nichts, beziehungsweise er bemerkt uns einfach nicht. Das Pfeifen, was als zusätzliches Feature zum Gegner anlocken helfen soll, ist viel zu übermächtig, da wenn man sich gut platziert, und das ist wirklich nicht schwer in diesem Spiel, die Gegner einzeln kommen, sobald man pfeift und man sie somit nacheinander alle leise ausschalten kann. Die Story-Level funktionieren zumindest bisher nach ein und demselben Prinzip. Reden, ballern, reden, ballern, reden, ballern. Okay, ihr wisst, glaub. Und in den Gebieten, wo man schießen muss, läuft man eigentlich immer einer linearen Linie nach. Außer in den Nebenmissionen, dort kann man öfters auch mal verschiedene Wege gehen bzw. wählen, welchen Gegner man zuerst ausschalten möchte. Was in der Hauptstory einfach nicht wirklich direkt möglich ist, weil man einfach ein Schlauchlevel vor sich hat. Okay, das hört sich nun alles extrem negativ an und das soll es auch, denn dies kann bei noch einer so guten Story einfach so sehr stören, dass man einfach gar keine Lust auf das Spiel mehr hat. Ich meine, wir spielen das Spiel auf schwer und wir sind gerade einmal zweimal gestorben und wir sind gewiss keine Pro-Gamer. Und das waren auch nur Tode, weil die Gegner dort in Massen aufgetaucht sind und wir blöd in der Ecke standen und naja, dann sind wir halt daran gestorben. Versteht uns nicht falsch, ein Spiel muss nicht unendlich schwer sein, um Spaß machen zu können. Nein, aber wenn es so gar nicht fordert, dann ist es doch auch blöd. Wenn man jedes Level aufs Erste schafft, wenn man wirklich das ganze Spiel quasi am Stück durchspielen kann, ohne ein einziges Mal zu sterben, das ist doch blöd. Wo bleibt da der Sinn? Wo bleibt da die Herausforderung? Ich denke, ihr wisst, was wir meinen. Was ebenfalls sehr traurig ist, ist diese riesige Spielewelt. Also nicht die Welt an für sich, diese finden wir sehr, sehr schön, sehr abwechslungsreich und wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Aber in einer solch riesigen Welt sollten auch ein paar Dinge am Rande geschehen. Gut, man sieht mal eine Parade laufen oder ein paar Menschen, die sich unterhalten und immer wieder nette Dialoge führen, die sich allerdings sehr oft auch wiederholen. Aber gut, das akzeptieren wir noch, das ist auch in GTA zum Beispiel so. Warum gibt es aber einen Billardtisch, aber man kann diesen nicht nutzen? Warum habe ich eine Garage, wenn ich kein Auto darin abstellen kann? Warum habe ich eine Wohnung, wenn ich nie schlafen muss, keine Kleidung wechseln muss bzw. gar nicht mal kann und auch mir keine Softdrinks oder anderes zunehmen kann? Also ich kann meine Lebensenergie nur durch sogenannte Spritzen wieder aufwerten, was absoluter Bullshit ist, weil erstens findet man solche Kästen an jeder zweiten Ecke, ehrlich gesagt. Also so Kästen, wo man so Spritzen bekommt. Und zudem braucht man es einfach nicht. Man muss nur ganz kurz in Deckung gehen und die halbe Lebensanzeige füllt sich schon. Und diese reicht völlig aus, weil die Gegner-KI ja so für den Arsch ist. Ja, wir wissen, viele von euch denken, solche Dinge sind wirklich sehr unnötig. Aber wir finden, dies bringt Abwechslung und Leben ins Spiel. Und außer diesen Nebenmissionen, wo wir uns ein kleines Unternehmen im Drogenverkauf und mehr aufbauen können, fanden wir bisher keine weiteren Möglichkeiten, die Zeit in dieser wunderschönen Welt zu verbringen. Ach so, halt doch, es gibt Dutzende Sammlerobjekte, wie zum Beispiel Playboy-Hefte, die es ja in den anderen Teilen auch schon gab. Was uns aber wiederum daran stört, ist, warum sollten wir diese Hefte einsammeln, wenn es keine Ingame-Belohnungen gibt, keine Erfolge oder Trophäen oder eine verborgene Story hinter diesen Heften steckt?
warum sollen wir diese dann einsammeln? Rein gar nichts bringt es uns, also warum sollte ich es tun? Das ist doch völlig sinnlos. Genauso sinnlos wie das Schadensmodell der Fahrzeuge. Wirklich, solch übermächtigen Autos sollte es im realen Leben auch geben. Ich meine, selbst die größten Chumps überlebt das Auto meist ohne Kratzer. Und Überleben ist übrigens ein guter Stichpunkt. Fahrt einmal ihr mit ca. 80 mph die Straße entlang und springt dann aus eurem Auto. Was passiert wohl? Ihr seid tot, also lasst diesen Scheiß lieber. In Mafia 3 allerdings lebt ihr und es hat auch rein gar nichts von eurer Lebensenergie abgezogen. What the fuck? So, nun aber noch kurz ein paar positive Eindrücke. Die Story ist wirklich gut. Und auch die deutsche Synchronisation ist sehr schön gesprochen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Im Bayou kommt gerade eine Lieferung Gras rein. Besorg dir ein Boot und bring sie her. Ich glaube, der Mann da hat eine Schusswaffe. Wie geht das? Ich brauch mal kurz sein Auto. Bitte nicht mein Auto. Nun, zuletzt noch die Grafik. Dies möchten wir ungern beurteilen, da wir auf der PS4 gespielt haben und da die Grafik natürlich bei weitem nicht so geil ist wie auf dem PC. Aber eines können wir sagen, die Texturen sind zeitweise richtig detailliert und im nächsten Moment richtig verschwommen und scheiße. Aber im Gesamten betrachtet haben sich die Entwickler sehr viel Mühe gegeben, eine authentische Welt mit einer fantastischen Story zu schaffen. Die musikalische Unterbindung in diesem Spiel ist hervorragend. Es passt wirklich in das Zeitgenre und es hat uns wirklich in diesen 12 Stunden wirklich Bock auf mehr gegeben. Und wenn auch ihr mehr Bock habt auf solchen Videos oder beziehungsweise auf ein Endfazit von Mafia 3, schreibt es in die Kommentare. Dann danke fürs Zusehen, vergesst nicht zu bewerten oder zu kommentieren und wenn ihr Bock auf mehr habt, auch abonnieren. Euer Dasabinami, ciao.